Guten Morgen. Kapitel 15 von der Sturz des Dreiecks Age of Mythology Let's Plays. Wenn ihr das letzte geguckt habt, das war ziemlich durcheinander. Wir haben uns festgebackt, weil wir mussten unsere Freunde aus dem Gefängnis befreien. Also Akanthos war eingesperrt, Ajax, und wir hatten nur Amanra. Abgesehen davon, dass wir uns, um überhaupt in das Gefängnis zu kommen, ein bisschen blöd angestellt haben, haben wir dann Amanra festgebackt, weil sie in eine Zelle gesprungen ist und nicht mehr rauskam. Ich hoffe, dass das diesmal besser wird. Wir gehen jetzt zur Pyramide. Gargarinsis hat uns nämlich netterweise gesagt, wo er als nächstes hin möchte, und da werden wir ihn verfolgen. Ja, wie geht's denn weiter? Kapitel 15, auf geht's. Nachdem die Helden wieder vereint sind, gilt es nun, das Stück des Osiris aus Abydos fortzuschaffen und die Angriffe von Khemsit und Kamos Truppen abzuwehren. Ja, Kamos, war das nicht der Stier, gegen den wir jetzt schon ein paar Mal auch gekämpft hatten? Ja, wir sind auf jeden Fall immer noch im Gefängnis. Wir müssen das Stück von Osiris zurückerobern, bevor wir verschwinden. Wir müssen uns beeilen. Die Soldaten von Gargarensis und Khemsit werden bald ausrücken. Uns bleiben noch einige Verbündete hier. Nicht alle haben sich Seth zugewandt. Ja, ich habe Freunde hier. Sie werden uns helfen. Ich habe Transportschiffe angefordert, die uns hier abholen. Wir müssen die Stellung halten, bis sie eintreffen. Gut. Ach, guck mal, jetzt sind wir auf der ganz anderen Seite der Map. Das war das Gefängnis ja so da, würde ich mal schätzen. In Wedge. Jetzt geht's in die andere Richtung los. Ziehen damit alle ihre Dorfbewohner schneller Gold sammeln. Ja, das ist aber kein Transportschildkröte, oder? Nee. Wo sind denn unsere Transportschiffe? Ah, guck mal, da ist eins. Die Wachen haben uns entdeckt! Tja. Die Transportschiffe sind da! Schnell, fliegen wir in den Teil der Stadt, den unsere Verbündeten halten! In Tier. Okay. Dann fliehen wir mal. Ich habe so das Gefühl, dass wir nicht einfach gerade durchschwimmen können. Dafür ist die Strecke doch sehr weit. Guck mal, dem Schiff sind wir ausgeglichen. Da ist irgendein Wal. Krass. Ich wusste nicht, dass es Wale in Ägypten gibt, aber naja. Was soll das sein? Das Mittelmeer? Also gibt es doch sowieso keine Wale. Doch, wir können mehr oder weniger gerade durchschwimmen. Was? Na gut. Dann. Garrett. Lasst unsere Freunde mal an Land. Und wir gucken uns unsere neue Karte an hier. In Wedge. Willkommen, Akanthos. Unsere Rohstoffe sind knapp, aber wir kennen die Stadt sehr gut. Wir werden euch helfen, Khemsit das Stück von Osiris zu entreißen. Okay, wir bauen erstmal ein paar Leute. Okay. Wie sieht's hier aus? Erobern Sie den Totenwagen des Osiris und bringen Sie ihn zum Südtor der Stadt hinaus. Okay, also hier ist eine riesige Stadt. Das ist das Gefängnis. Aber was das hier ist? Wenn wir den Leuchtturm zerstören, können die Piraten vielleicht... Khemsit hält dieses Stück von Osiris innerhalb der Stadt in Bewegung, um euch zu schützen. Es wird bald wieder in Bewegung sein. Zeitung, bis sich Osiris bewegt. Ja, okay. Bis dahin sollten wir da vielleicht rüber, hä? Das heißt, wir brauchen mehr Armee. Einen hiervon. Du, komm mal. Brauchen mehr Nahrung. Wir speichern mal und wir gehen einfach mal rüber. Kapitel 15. Mal schauen. Gary. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, da hochzufahren und das Ding zu zerstören. Wäre schon nice, wenn wir den Vorteil nutzen können, dass wir nicht angegriffen werden. Probieren es einfach mal. Dann lassen uns die immerhin in Ruhe. Es ist dieses typische Katz-und-Maus-Spiel. Hinterher. Gary.
Es kann sein, dass wir uns... werden sowieso gerade angegriffen. Schaffen wir das? Nee. Schaffen wir nie im Leben, uns hier zu verteidigen. Oder? Mal schauen. Wäre cool, wenn wir uns verteidigen können, aber... sieht eher schlecht aus. Wir hätten nicht so voreilig sein dürfen mit unserem Losfahren. Nee, das müssen wir nochmal laden. Wir dürfen nicht einfach hirnlos drauf los. Das funktioniert nicht anscheinend. Nochmal rausholen. Ihr guckt aus, haltet aus schon nach dem einen Ding, was da auf uns zukommt, auf jeden Fall. Ihr müsst ja einen Landungsdruck auf uns zukommen. Aber trotzdem, eigentlich will ich das Ding schon kaputt machen. So weit kann er jetzt nicht mehr weg sein. Das alles kaputt machen? Nee, das können wir nicht machen. Das dauert zu lang. Wenn es nächste Zeit hat, dann will ich schon wieder angehen. Guck mal, da ist eine Reliquie. Hol die mal. Wir haben uns jetzt mehr Gold. Okay. So, weiter geht's. Wir bauen hier weiter Armee aus. Wir lassen mal ein paar Leute da. So vielleicht. Und ihr kommt mit. Kurz nochmal da. Zack. Dahin. So, ein bisschen verteidigen. Weiter weg vom Strand. Ist Ajax da geblieben eigentlich? Chiron ist da. Wo ist Ajax? Hat er. Ist auch mitgekommen. So. Mal drauf. Zack. Wie sieht's hier aus? Wir sind eigentlich angekommen. Get it.
Du nimmst das, du nimmst das und da drauf. Das klappt schon, das wird irgendwo verteidigt. Wir haben auf jeden Fall Gold. Wir sollten noch mal ein bisschen Nahrung bauen. So. Ich weiß nicht mehr genau, was das für uns für einen Vorteil gebracht hat. Es war bestimmt immer gut, dass wir es machen. Zum Glück können die hier Felder mit Gold anlegen. Okay. Warten wir da rum. Vielleicht kriegen wir die Leute ja nach Hause. Wir können sie ablenken. Into you. Get it. In mal dahin. Gary. Du hierhin. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Wir brauchen eine Waffenkammer. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt keine Landangriffe mehr. Wasserangriffe mehr bei uns. War das das irgendwie? Hinweis anzeigen. Vernichten Sie. Ja, das wollen wir uns nicht. Ich habe nur was mit vernichten Sie die Angriffsgebäude quasi gesehen. Vielleicht tatsächlich gar keine schlechte Idee, das zu tun. Doch, also, sie kommen schon auch an Land hier. Kannst du zwei Dinger noch bauen? Guck mal, er wehrt sich auch gar nicht. Komm, du bring erstmal euer Zeug weg. Into you. Drei hilfreiche Affen zur Verfügung. Stellt Kosten für ihre Belagerungsgeräte. Okay. Okay, in 5 Minuten bewegt sich das Ding. Ist ganz schön enger Zeitplan hier, den man hat. Heuschrecken. Da kommt. Was? Wir speichern mal. Kapitel 15.2. Wir gehen mal mit den Leuten hier rüber, mal schauen. Schauen, wo uns die Reise hinführt. Kommen wir denn überhaupt an Land? Eigentlich nur hier. Mal schauen, wie viele Leute uns da entgegenkommen. Diese Türme bewachen das Stück von Osiris. Vernichtet sie alle! Mal schauen, wie es hier aussieht. Ist mal den hier platt? Okay. Wen haben wir hier? Seht mal, das ist tatsächlich ein Held.
Bringt das Stück von Osiris aus der Stadt. Wir müssen uns durch das Südtor kämpfen. Tja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Belagerungsgeräte. Waffenschmiede. Das ist das, was wir brauchen. Into you. Ei. Hab ich nicht den Turm gemacht? Ich dachte, dafür wäre das gut, den Turm kaputt zu machen. Hallo. So, der Turm müsste bald kaputt sein. Okay. Auf den Turm bitte. In wedge. Hygiene. Jetzt da drauf. Wir haben nicht genug Glauben. In wedge. Bau noch mal andere Statuen. Get it. Mir wurde empfohlen, das kaputt zu machen. Das habe ich ja in den Dings gelesen. Schauen, was uns jetzt gleich entgegenkommt hier. Sollten wir ein bisschen ernsthafter nehmen hier die Armee? In wedge. Get it. Dass wir da nicht noch im Turmfeuer stehen. So, mal eine Sekunde warten. So, ihr baut noch. Das ist nicht ein Turm. Das hier. Tja, unser Schiff ist kaputt. Wir brauchen einen Hafen, Leute. Okay. Den Turm da bitte. Das kann ich nicht hören, Schleppenplage. In der Nähe von gegnerischen Feldern und Fischkuttern zielen immer, ja gut, das ist nicht so praktisch. Geh ich immer hier rüber wieder. Zack. Transportschiff. Wir haben nicht genug Holz. Aber krass, das ist immer was nicht aus Gold bauen. Guck mal zurück. Nicht so eilig, Akanthos. Dieses Stück gehört Kemse. Krass. Obwohl es meins war. Das ist ja jetzt schon ein bisschen fies. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die mir das wegnehmen. In wedge. Naja, okay, dann müssen wir uns dadurch kämpfen. Aber da brauchen wir definitiv Belagerungsgeräte für. 160, alter Schwede. Wir brauchen mehr Leute auf Holz. Jetzt haben wir auch mehr Zeit, jetzt gibt es keinen Timer mehr. Jetzt chillen wir ein bisschen mehr. Das, guck mal, da ist die Pyramide. Aber wir wollen ja da raus. Was wir reiten das mal ab hier unten, wie es eigentlich so aussieht. Wahrscheinlich renne ich jetzt in einer Riesenarmee rein. Kann der das ausgehen? Nee.
nicht genug Distance. Wie sieht's hier aus? Sind hier Leute? Okay, ihr reitet da hoch. Oder du, besser gesagt, bist ja nur einer. Auch mal mindestens einen Belagerungsturm, lieber zwei. Dann gehen wir gleich da rein, würde ich sagen. Na, vielleicht können wir noch mal irgendwas kaputt machen. Außen den Turm oder so. So, nochmal zurückziehen. Transportschiff bauen. Jetzt hier gegen. Ja, läuft doch alles, läuft doch. Kann ich noch einen bauen? Ja, jetzt. Okay. Okay, du da rein. Die können da mit hin. Ja gut, also der Riesennachteil ist es jetzt nicht, dass wir da noch rein müssen. Das werden wir schon noch hinkriegen. Wir bauen hier noch ein bisschen unsere Verteidigung aus. In der Zeit. Alter. Ui. Aber geschafft. Kock den mal weg. Ich hätte das ja gereicht, um den ein bisschen wegzulocken hier. Das kriegen wir hin. Ja, gegen die Burg bitte. Akanthos mal wieder. Akanthos kann auch gar nichts. Akanthos ist so ein richtiger Lappen, ey. Unglaublich. Gehen wir alle gegen. So. Er kann sich ja schon mal langsam hier vorschleichen. Dann sollten uns auch keine Leute mehr angreifen. Das war ja quasi so gesagt, wenn ihr das kaputt macht, den Hinweis, dann klappt das. Wir müssen uns hier noch die zwei Türme kümmern. Los. Ihr könnt schon mal einfach gegen das Tor laufen. So. Das kriegt ihr doch hin, oder? Mit der Schlangenhilfe. Ja,
Okay, was rein hier, Leute. Ja, okay, was haben wir geschafft? Also das mit dem, ich weiß nicht so genau, was es gebracht hat, den Leuchtturm kaputt zu machen. Irgendwie hat sich gefühlt nichts geändert, außer dass wir weniger über Landwasser angegriffen wurden, aber wir wurden allgemein weniger angegriffen hier drüber. Aber es kann sein, dass es tatsächlich da dran lag. Und das mit dem Wegteleportieren fand ich doof, weil ich dachte, ich muss ihn nur unter Kontrolle kriegen und dann war's das. Aber er hat ihn doch noch wegteleportiert, schon mal vorher hätte er irgendwo hierhin teleportiert. Das war richtig nervig geworden. Ja, sehr gut. Schade, gibt kein Abschlussvideo. Vielleicht ist jetzt tatsächlich voll. Ich habe, glaube ich, irgendwo schon bei 7 oder 8 Mal gesagt, dass es jetzt vielleicht gar nicht mehr so lang ist. Weil ich dachte, die Ägypter wären eine andere Kampagne. Aber wir sind hier relativ weit unten. Oder es fängt natürlich dann an zu scrollen. Kann natürlich auch sein. Ja, Kapitel 16 wäre dann guter Rat, aber das könnt ihr euch in der nächsten Folge anschauen. Also bis gleich.